Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Menschen da draußen. Ich weiß nicht, ob du das gerade live siehst, weil du am Sonntag ein relativer Frühaufsteher bist oder vielleicht etwas später. Aber ich freue mich, dass wir uns gerade hier begegnen. Für all diejenigen, die mich vielleicht noch gar nicht kennen, mein Name ist Veit und ich mache das ab und zu, dass ich mich hier live einschalte, um A, über ein Thema ganz spontan zu sprechen, was mich aktuell sehr bewegt, und B, um euch die Gelegenheit zu geben, mir Fragen zu stellen. Also Fragen zu unserer Arbeit, Fragen zu Themen, die dich interessieren, aber auch richtig gerne Fragen zu meiner Person. So, bevor ich heute mein Thema mit dir teile, möchte ich dich gerne fragen, wie es dir gerade geht. Ob du dich gerade so richtig schön sicher im Sattel deiner Seele fühlst, also wirklich zentriert in dir und wissend, was für dich gerade wesentlich ist, was für dich gerade dran ist, vertrauend, dass du weißt, was gut für dich ist und weißt, was die nächsten Schritte sind. Und falls nicht, falls du gerade das Gefühl hast, boah, halt nee, ich bin gerade ein bisschen shaky oder es ist gerade eine shitty time, möchte ich dich gerne einladen, unseren Kontakt unabhängig von dem, worüber wir jetzt gleich sprechen werden, zu nutzen, um einfach ein paar Mal tief durchzuatmen und noch mehr bei dir anzukommen. Also einfach die Fähigkeit eines guten Gespräches zu nutzen, uns alle hierher in die Gegenwart zu beamen, hier zu sein. Also das ist meine Einladung an uns alle heute Morgen, wirklich hier zu sein. Was habe ich an Themen mitgebracht? Ich möchte heute Morgen gerne mit dir über Privileg sprechen, über Power sprechen und über erfolgreiche Kommunikation. Bist du bereit? Ich möchte ganz kurz vorher erklären, wie ich zu diesen Themen komme, an drei Beispielen. Also der jüngste Anlass, ich habe gestern ein Buch gepostet, was ich übrigens euch allen auch empfehlen möchte. Das heißt The Power und auf Deutsch heißt es Die Gabe. Und in diesem Buch geht es, ist eine Fiktion, geht es um einen Zustand auf unserer Welt, bei der Frauen über eine bestimmte Gabe, die ihnen anvertraut wird, ich verrate nicht welche, plötzlich tatsächlich mehr Power haben als Männer. Und die Frage, wie gehen Frauen damit um? Ich finde dieses Buch verstörend auf eine gute Art und Weise, sehr, sehr viele starke Fragen stellend. Zum Beispiel die Frage, okay, also wer ist Opfer, wer ist Täter? Was stellen wir mit der Power, die uns anvertraut worden ist, an? Was würden wir tun, wenn wir plötzlich mehr Power hätten? Also es sind sehr, sehr kraftvolle Fragen im Buch. Kleine Vorwarnung, das Buch ist auch hart, es enthält wirklich harte Szenen, aber es ist stark. Es ist für Frauen richtig, richtig stark, sich mit ihrer Kraft zu beschäftigen. Aber ich sehe das in Diskussion mit Männern, dass es auch bei Männern sehr, sehr viel macht, sich mal wirklich in die andere Seite reindenken zu müssen, weil in diesem Buch werden die Rollen geswitcht. Mehr mag ich gar nicht verraten, aber es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Also das war der erste Anlass, weil unter diesem Post, den ich gestern zu diesem Buch geschrieben habe, ging es plötzlich an einer Stelle ab und es kamen so Statements wie, ja, Macht gibt es eigentlich gar nicht und man fragt nur noch Macht oder man sieht nur Macht, wenn man Angst hat, wenn man in Liebe ist, dann ist das gar kein Thema, dann gibt es auch keine Opfer und keine Täter, das ist alles relativ. Also das hat mich sehr stark getriggert, weil ich natürlich auch die absolute Ebene kenne und auf der ist das wahr und es gibt eine relative Ebene auf diesem Planeten, auf der gibt es sehr wohl Macht und Machtlosigkeit und es gibt Opfer und Täter und wir haben alle die Verantwortung als reife Wesen, uns diesen Perspektiven differenziert zu stellen. Der zweite Anlass liegt schon eine Weile zurück. Captain Rakete, sagt euch sicher was, die junge Frau aus Deutschland, die sich quasi in die Flüchtlingskrise eingemischt hat, kann man sagen, indem sie Flüchtlinge aufgenommen hat auf ihr Boot und sie nach Italien gebracht hat. Ich möchte heute gar nicht darüber sprechen, ob ich das für richtig oder für falsch halte, weil die Situation da unten ist tatsächlich sehr komplex. Ich möchte gerne darüber sprechen, wie betroffen es mich macht, dann im Zuge eines solchen Ereignisses zu sehen, wie sehr, sehr viele Menschen, die ihren Arsch auf gut Deutsch gesagt überhaupt nicht bewegen,
sich dennoch anmaßen, Situationen einzuschätzen, zu beurteilen, Menschen zu verurteilen. Und die dritte Situation liegt noch einen Schritt zurück. Ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit, Michelle Barack Obama sehr nahe zu kommen, war es im Sinne des Wortes. Ich hatte mit beiden einen Fototermin und konnte kurz mit ihnen sprechen. Und was mich wirklich verblüfft hat, ich habe noch nie in meiner Arbeit einen solchen Shitstorm bekommen, wie im Zuge dessen. Und das Interessante war, dass die Menschen, die uns da wirklich, also zum Teil wirklich sehr deftige Kritiken, manchmal auch, finde ich persönlich, unter der Gürtellinie geschrieben haben, also alles Menschen waren, die offenbar dachten, ganz genau einschätzen zu können, was die Obamas falsch gemacht haben und ich, was sie anders machen würden, wenn sie in der Position wären. Und auch das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und deswegen kleine Vorwarnung, es kann sein, dass ein paar Sachen, die ich heute mit euch teile, provokativ sind. Nehme ich gerne in Kauf. Ich glaube, wir dürfen und wir müssen es aushalten, lernen, dass wir anders denken zum Teil und dass wir auf einem Planeten leben mit vielen, vielen, vielen Menschen, die die Dinge anders sehen als wir. Also lasst uns im Dialog sein und möglichst auf eine respektvolle Art und Weise. Ich möchte heute über Privileg sprechen und ich möchte über Power sprechen. So für all diejenigen unter euch, die sich später eingeschaltet haben, die Fragen an mich haben, könnt ihr auch sehr gern stellen. Aber lasst mich bitte erstmal so circa 10 Minuten darüber sprechen und dann immer hier mit euren Fragen. Okay, was ist ein Privileg? Schaut, ich habe mich, Schande, erst vor circa 1,5 Jahren angefangen, mich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen. Und ehrlich gesagt nicht wirklich freiwillig, sondern weil das Thema von verschiedenen Seiten sehr vehement an mich herangetragen worden ist. Ein Privileg ist etwas, ist ein Recht, ist auch eine Art von Power, die uns anvertraut worden ist. Und die Tendenz beim Privileg ist, dass wenn wir eine Weile ein Privileg genießen können, wir vergessen, dass es ein Privileg ist, sondern wir selbstverständlich davon ausgehen, dass es unser Geburtsrecht wäre. Und auch die Welt aus der Perspektive dieses Privilegs sehen. Ich bringe ein paar Beispiele. Ja. Flüchtlingskrise in Deutschland. Auch hier geht es mir heute nicht darum, platte Lösungen anzubieten. Nochmal, die Situationen sind sehr, sehr, sehr komplex auf diesem Planeten geworden. Aber viele, viele Reaktionen damals kamen aus der Bedrohung von verschiedenen Privilegien, die wir Deutschen selbstverständlich in unserem Land genießen. Freiheit, Komfort, Ruhe, Sicherheit etc. Da kann man sich sehr, sehr schnell dran gewöhnen, davon ausgehen, dass es mein Recht ist, dass es mir zusteht. Und wenn dann plötzlich was in der Welt passiert, was das in Frage stellt, nämlich, dass plötzlich andere Menschen anklopfen und sagen, du, ich möchte gerne was abhaben von deinem Privileg, dann kann es durchaus sein, dass wir empfindsam reagieren, weil wir das Gefühl haben, uns wird was weggenommen. Ein anderes Privileg ist zum Beispiel die Selbstverständlichkeit, mit der ein Mensch in unserer Gesellschaft, wenn er heterosexuell ist und wenn er auf, ich sag jetzt mal, in ganz normalen Stellungen vögelt, in unserer Gesellschaft genießt, nämlich dann gehört er zu den Gesunden, zu den Guten, zu denen, die heiraten dürfen, etc. Wir glauben, das wäre selbstverständlich, aber wenn du mal mit einem Menschen gesprochen hast, auch heutzutage noch in einem Land wie Deutschland, der sich mit Anfeindungen, mit Beleidigungen, mit Ausgrenzungen auseinandersetzen muss, weil er sexuell einfach vielleicht etwas einzigartiger, individueller gestrickt ist, weil er vielleicht als Frau in einem Männerkörper geboren wird und die Erfahrung machen muss, dass es in unserer Gesellschaft nicht so ist, leider nicht so ist, dass ihm auf vielen, vielen Ebenen neugierig begegnet wird, sondern sehr oft mit Ablehnung, mit Ratschlägen, er soll zur Therapie gehen und so weiter und so weiter. Auch das ist ein Privileg. Also ich sage jetzt mal, das Privileg zur Norm zu gehören. Ja? Zur Norm und nicht zu denen, die aus der Norm herausfallen, die ein Stück anders ticken. Ja? Also ich habe zum Beispiel lange, lange Zeit, muss ich einfach ganz klar sagen, nicht sensibel genug auf all die Minderheiten, das ist ein schreckliches Wort, also auf all die
kleineren Gruppen unserer Gesellschaft geschaut, die all die Privilegien, die ich als weißer, heterosexueller Mann in unserer Gesellschaft genieße, nicht genießen durften oder sich erstmal mühsam erkämpfen müssen, in bestimmter Form von Respekt, von Achtsamkeit. Punkt. Ein weiteres Privileg, um noch ein paar Beispiele aufzuzählen, ist es tatsächlich, weiß zu sein. Und ich weiß, dass viele Menschen heutzutage die Augen verdrehen, wenn sie das Thema hören, sagen, auch geh mir mit dem Rassismus-Thema. Habe ich lange Zeit auch so gedacht, ihr Lieben. Aber wenn du dich mal anfängst, mit Menschen auseinanderzusetzen, zu unterhalten, die eine andere Hautfarbe haben, also ich denke jetzt zum Beispiel an unseren Master of Tontechnik Akram, der aus Eritrea kommt, der ein geborener Deutscher ist sozusagen und dennoch, wenn du dich mal hinsetzt, mit ihm darüber sprichst, sehr spannende, zum Teil verstörende Geschichten darüber erzählen kann, wie ein Mensch auch in unserer Gesellschaft behandelt wird, immer noch, wenn er eine bestimmte Hautfarbe hat. Auch das ist ein Privileg. Ein Privileg ist es, liebe Männer, falls das ein Mann sieht, ein Mann zu sein. Ja? Auch wenn ihr vielleicht an manchen Stellen schon die Augen verdreht, weil ihr das Wort Feminismus nicht mehr hören könnt, etc. Aber allein die Tatsache, dass wir in der Lage sind, über unsere Stimme, indem wir die Stimme erheben, eine ganz bestimmte Art von Präsenz, ja, und auch die Androhung von Gewalt in den Raum reinzubringen, ist ein Privileg. Und die Tatsache, dass in unserer Gesellschaft viele, viele Frauen immer noch diskutieren und kämpfen müssen, um dasselbe Gehalt zu bekommen wie ein Mann, zeigt uns einfach, dass wir in der Gleichberechtigung noch gar nicht so weit sind. So, warum erzähle ich dir das alles? Weil, wenn du das jetzt gerade siehst, wenn du gerade dein Handy offen hast, wenn du gerade Zeit hast und wenn du den Grips hast, um zu verstehen, wovon ich gerade spreche, bist du privilegiert, okay? Du gehörst, selbst wenn du vielleicht denkst, du bist arm, du gehörst zur Creme de la Creme, nicht dieser Gesellschaft, sondern dieser Welt, okay? Und wir tendieren nun mal dazu, das gehört zum menschlichen Ego, dass wir die Dinge, die uns selbstverständlich, also die uns anvertraut worden sind über einen längeren Zeitraum, als so selbstverständlich annehmen, dass wir erstens glauben, die anderen hätten das auch und b, wenn in der Welt Dinge passieren, die das in Frage stellen, dann eventuell nicht offen reagieren, sondern anfangen, unsere Privilegien zu verteidigen. Wir erleben gerade in unserer Zeit eine enorme Erschütterung von Bewusstseinsmeme. Ja? Also von Dingen, die vielleicht vor 20 Jahren noch selbstverständlich gehalten wurden. Es wird im Grunde genommen wird alles in Frage gestellt. Und das ist auf der einen Seite beängstigend, aber es ist super, super cool und es ist super, super wichtig. Das geht damit einher, dass sich zum Beispiel Menschen, die heutzutage vielleicht 50 oder 60 oder 70 sind und sich so eingenistet hatten, ein Gefühl von, das geht ewig so weiter, plötzlich merken, fuck, es ist nicht so, es ist überhaupt nichts mehr sicher. Unsere jungen Leute stehen endlich auf und stellen Fragen, die gestellt werden müssen. Sie stellen nervende Fragen und viele dieser Fragen adressieren Privilegien. Wir haben zum Beispiel lange Zeit gedacht, wir hätten das Privileg, umwelttechnisch und so weiter zu machen, wie wir können, weil das ist ja unser Planet und das ist unser Lebensstil und ich bin sehr, sehr dankbar, dass gerade sehr vehement viele, viele Bereiche in der Gesellschaft viel wacher werden. Es gibt auch so etwas wie karmische Heilungs- und Ausgleichswellen. Das möchte ich an der Stelle einfach mal adressieren, weil ich immer wieder das Argument höre, zum Beispiel zum Thema Rassismus oder Feminismus, höre ich manchmal Männer, die sagen, das geht mich nichts an. Ja, ich bin ein guter Mann, ich behandle meine Frau super, ich bin für Gleichberechtigung, ich habe mit dem Thema nichts zu tun. Das ist zu begrenzt gedacht. Du bist nicht nur ein Einzelwesen. Es kann sein, dass du völlig sauber, völlig integer lebst, aber du bist eben nicht nur ein Einzelwesen, sondern du bist angeschlossen an kollektive Felder. Und diese kollektiven Felder erleben gerade brutal gewaltige tektonische Verschiebungen. Zum Beispiel, dass sich viele, viele Minderheiten, die über nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, Jahrtausende weg unterdrückt und verfolgt wurden, zu Wort melden, ihren Schmerz zu Wort melden und sagen, so geht es einfach nicht weiter. Zum Beispiel, dass
wir hier in einem Land wie Deutschland aufwachen müssen und realisieren müssen, dass dieser gesamte Reichtum, den wir wie selbstverständlich genießen, nicht einfach über Nacht gekommen ist. Ja? Da war nicht der liebe Gott, der das alles mal gerecht verteilt hat, sondern der Reichtum in Ländern wie Deutschland, Frankreich etc. Ist auf Kosten von anderen Ländern entstanden. Das müssen wir einfach ganz klar sehen. Und wir können nicht sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das waren ja meine Vorfahren vor 150 Jahren, die dann in Afrika einmarschiert sind. Nein, es gibt so etwas wie ein karmisches Erbe und das haben wir auszuhalten und das haben wir miteinander zu heilen. Du kannst als Mann dich dem Schmerz einer Frau nicht entziehen, weil du denkst, das wäre nicht dein Schmerz. Sobald sich eine Frau anfängt, dir zu öffnen, bist du zumindest rein hypothetisch in der Position eines Heilers. Und du musst verstehen, dass der Schmerz, den du erfährst, in ihr aus einem kollektiven Feld kommt und du Part eines kollektiven männlichen Feldes bist, was diesen Schmerz ausgelöst hat. Punkt. Andersrum natürlich genauso, ihr lieben Frauen. Okay? So, was ich damit sagen will, ist, niemand von uns kann heutzutage sagen, wir stecken da nicht mit drin. Okay? Sondern wir stecken da alle mit drin. Und je bewusster wir werden, umso bewusster werden wir uns dafür entscheiden müssen, unsere Privilegien in Frage zu stellen und zu verstehen, dass viele, viele, viele andere Menschen an denselben Tisch wollen, an dem wir jetzt gerade sitzen. Andrea und ich waren gerade in Israel und jeder, der von euch schon mal ernsthaft versucht hat, diesen Konflikt da unten zwischen Palästina und Israel zu verstehen, und nicht einfach pauschal eine Partei zu ergreifen, sondern wirklich zu verstehen und sich mit Historie zu beschäftigen, merkt nach einer Weile, es geht Schicht für Schicht für Schicht für Schicht tiefer und du kommst irgendwann an einen Punkt an, wo du merkst, alle Völker dieser Erde stecken damit drin. Okay, dieser Konflikt ist ein Synonym für alle Konflikte dieser Welt und wir sind alle irgendwo mit beteiligt. Ja? Es gibt ganz sicher auch in deinem Leben Situationen, wo gerade an Privilegien gerüttelt wird, die du vielleicht nicht in Frage stellen willst, weil es einfach arschbequem ist, weil du dachtest, das geht einfach so weiter. Aber liebe Leute, ich sage euch, wir befinden uns in einer exponentiellen Entwicklungskurve, die uns alles aus der Hand reißen wird, was wir krampfhaft festhalten. Also es ist besser so, wir stellen es freiwillig in Frage. Und nochmal, ich bin heute nicht derjenige, der kommt und sagt, ich habe die Lösung. Ich sage nur, die Lösung zeigt sich erst, wenn Menschen bereit sind, das, was in ihrem Leben persönlich, was in ihrem Leben passiert, auch wirklich persönlich zu nehmen und nicht zu denken, das passiert da draußen. So, die Flüchtlinge, die an unsere Tür klopfen, gehören zu uns, ob wir wollen oder nicht. Und wir werden für dieses Problem gemeinsam eine Lösung finden müssen. Die Jugendlichen, die am Freitag streiken und die von vielen von uns vielleicht belächelt werden, weil wir denken, die wollen ja nur die Schule schwänzen, die gehören zu uns. Okay, wir haben diesen Planeten abgefuckt und wir geben diesen abgefuckten Planeten in ihre Hände. Die Frauen, die aufstehen und die Nerven mit ihren Rechten, zu Recht Nerven, gehören zu uns. Die Minderheiten, die auf die Straße gehen und sagen, ich möchte auch das Recht haben, ein Kind zu adoptieren, gehören zu uns. Okay, so. Also möchte ich dich gern fragen, wo in deinem Leben genießt du Privilegien, und nutzt die Power dieser Privilegien nicht weise genug. Zum Beispiel weiß ich, dass in unserem Netzwerk, sehr wahrscheinlich jetzt auch von den Menschen, die das gerade sehen, sehr viele Menschen zu den sogenannten Gutmenschen gehören. Und das sage ich nicht abfällig, sondern ich halte Gutmenschen für eine ganz bestimmte Bewusstseinsebene, die ein enormes Potenzial in sich birgt, aber auch eine enorme Gefahr. So, Gutmenschentum oder das Gedankentum eines Gutmenschen entsteht immer im Luxus, okay? Sich idealistische Gedanken leisten zu können oder zum Beispiel sich so spirituelle Konzepte leisten zu können wie es gibt gar keine Macht, es gibt nur die Liebe, das kannst du dir nur leisten, weil du nicht in einem Gefängnis sitzt, wo du von vorn bis hinten gefickt wirst, okay? Das kannst du dir nur leisten, weil du keine Mutter bist, die Angst davor haben muss, dass ihr Kind morgen verhungert, sondern das kannst du dir leisten, weil du in einer Gesellschaft lebst, die erstmal komplett abgesättigt ist. Und das ist gut, versteht mich bitte richtig. Es ist gut, es ist richtig. Es gibt eine Entwicklung der Evolution und wir alle sollten dann kommen,
dass wir diesen Luxus, diese Sicherheit, diese Harmonie, die wir hier leben, erfahren dürfen. Aber wenn wir uns jetzt in diesem Schlaraffenland ausruhen, okay, und denken, boah, die anderen sollen sich jetzt mal nicht haben, die sollen das da unten mal, wo sie herkommen, sollen sie sich das selbst errichten, dann sind wir blind dafür, dass der Luxus, den wir hier erleben, durch diese Menschen mit entstanden worden ist. Okay? So. Deswegen eine Einladung an dich, selbst wenn du vielleicht gar keinen Bock dafür hast, Lösungen mitzuentwickeln, dir klar darüber zu werden, diese Welt ist viel, viel komplexer, als es unser Geist wirklich fassen kann. Und die Versuchung liegt oft nahe zu sagen, es ist so komplex, dann gebe ich mich mal mit irgendeinem einfachen Statement zufrieden. So, Privileg ist Power. Jetzt komme ich zu Power. So, ich habe ja vorhin erzählt, ich durfte die Obamas treffen und jetzt werde ich gleich ein paar Follower verlieren. Ich sage es nochmal, ich bewundere die Obamas. Ich werde auch gleich erklären, wofür. Und jetzt können alle diejenigen, die ganz genau wissen, dass die ganz doof sind, können sich gleich hier aus meinem Account verdünnisieren. Oder du bist vielleicht offen dafür, doch ein bisschen eine andere Meinung zuzulassen. So, wenn ich sage, ich bewundere sie, sage ich nicht, die haben ein Heldenwerk vollbracht, als sie im Weißen Haus saßen. Okay? Weißt du, warum ich das nicht sagen kann? Weil ich es nicht weiß. Weil ich nicht einen einzigen Tag in diesem Weißen Haus, in diesem Moloch von Verstrickungen verbracht habe, weil ich keine gewickte Ahnung davon habe, wie ich damit umgehen würde, wenn Gott sich den Witz erlauben würde, Veit Lindau von heute auf morgen ins Weiße Haus als Präsident zu setzen. So, also habe ich diese Menschen, die das ganz, ganz doof fanden, dass ich auch jetzt nochmal sage, dass ich die beiden wirklich, das sind Inspirationsquellen für mich. Also habe ich die Menschen gefragt, ja, was habt ihr denn gegen die? Und dann kommen so Sätze wie, ja, die haben der Obama, der hat Kriege angefangen, der Obama hat Drohnen losgeschickt. Das verstehe ich, dass du das doof findest. Es ist schrecklich. So, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Okay, du bist nicht in der privilegierten, powervollen Situation, diese Entscheidung treffen zu müssen. Korrekt? So, niemand von uns, der das jetzt gerade sieht, sehr wahrscheinlich. Aber ich lade dich ein, dir einfach mal vorzustellen. Du wärst über Nacht plötzlich Präsident eines der größten Länder dieser Welt. Lass uns sagen, Amerika. Okay? Und du hättest all diese super, super Ideen, die wir alle ganz schnell entwickeln können, wenn wir mal am Tisch sitzen mit unseren guten Freunden, wenn wir vielleicht einen Joint rauchen, wenn wir meditieren, da wissen wir alle ganz genau, wir müssen einfach nur die Waffen aus der Hand legen, wir müssen nur beten füreinander, wir müssen uns nur eine Rose überreichen, dann ist alles gut. So, dann würdest du mit deinen super Ideen in diesem Weißen Haus sitzen und du würdest plötzlich merken, fuck, um überhaupt erstmal bei deinen eigenen Leuten anzukommen, mit Ideen, die eigentlich total offensichtlich sind für Gutmenschen. Und du merkst, du wirst nicht gehört. Du wirst einfach nicht gehört. So, du wirst nicht gehört von deinen eigenen Leuten, weil die haben Angst, die sind verkrustet, da ist Menge Geld im Spiel und du kannst nicht einfach sagen, Ich schreibe heute mal über Nacht alle Gesetze um, weil du musst all diese Menschen, die im Senat sitzen, du musst die überzeugen davon und die spielen einfach nicht mit. Die spielen einfach nicht mit. So jeder von euch, der schon mal aus dem Kommunikationsseminar wieder kam, ja, und wusste in dem Moment, boah, ja, Kommunikation ist einfach nur so einfach. Ich brauche mich nur mit meinem Partner an den Tisch zu setzen und ich teile meine Vision mit ihm und dann springt die Vision über und dann macht er das so, wie er will. Weiß, dass es eben nicht so ist. Wir Menschen sind extreme Langsamlerner. Wir sind auch Tiere. Wir sind zum Teil extrem ängstlich. Also zurück zu unserem Bild. Stell dir also vor, du kommst da an und du merkst schon mal, allein die Leute im Weißen Haus stehen nicht da und machen boah, sondern beginnen mit dir extrem viel Skepsis, verteidigen ihre Pfründe etc. Was hast du jetzt für Möglichkeiten? Meinst du wirklich, dass du an so einer Stelle die Möglichkeit hast zu sagen, gut, ich entscheide jetzt von heute auf morgen, dass wir Amerika komplett entwaffnen? Leute, das ist doch Bullshit, okay? Das ist doch einfach nur Bullshit von Menschen, die sich nicht mal ansatzweise mal für eine halbe Stunde so eine Situation reingedacht haben. Und dann stell dir vor,
dann kommen plötzlich deine obersten Generäle und Analytiker und sagen dir, wir haben da diese Situation im Jemen und wir haben folgende Situation. Wir haben es genau durchgerechnet. Wir können unsere Bodentruppen reinschicken, dann werden wir sehr wahrscheinlich so viele Menschen verlieren. Wir können eine Drohne da reinschicken, wir werden so und so viele Menschen verlieren. Und dann sagst du, nein, 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 ich will beide, beides nicht. Ich bin Pazifist, ich will mir die Hände nicht schmutzig machen. Und dann sagen die, sorry, die Option ist einfach nicht vorgesehen. Egal welche Option, selbst wenn sie sagen, sie gehen da nicht rein, sind sie mitverantwortlich dafür, was dann passiert, wenn wir nicht mit reingehen. Sie werden so oder so Dreck am Stecken haben. Okay? So. Und wenn du mir jetzt noch in die Augen schaust und sagst, Veit, ich weiß hundertprozentig genau, dass ich es viel, viel besser gemacht hätte, als die Menschen, die dieses Privileg, diese Power hatten, okay, dann schweige ich an der Stelle. Ich kann dir nur sagen, ich weiß es nicht. Das ist jetzt ein sehr hochgestecktes Beispiel gewesen, ein Präsident eines Landes. Aber ich lade dich ein, einfach mal zu schauen, wie schnell du in deinem Leben mit dem Finger auf Menschen zeigst, wo du niemals in der Situation in den Schuhen dieser Menschen gelaufen bist. Ja? Ich habe zum Beispiel, bevor ich Unternehmer geworden bin, boah, was wusste ich alles, wie man ein Unternehmen leiten muss, kommunistisch am besten, ja, und so und so und so und so und so. Ja? So seitdem ich Unternehmer bin, erinnere ich mich voller Scham und auch mit dem Grinsen daran, was ich zum Teil für ein Bullshit erzählt habe. Und wie viel komplexer es wird, wenn dir mehr Power anvertraut wird. Oder nehmen wir das Beispiel von dieser jungen Frau, Captain Rakete. So, ich habe mir mal vor einem halben Jahr die Mühe gemacht und einen sehr, sehr gut recherchierten Artikel gelesen, also wo all die komplexen Zusammenhänge aufgetaucht sind. Und ich weiß seitdem, dass niemand, der in diesem Spiel irgendwo Verantwortung übernommen hat, sauber ist. Okay? Ich weiß, dass die Handlung dieser Frau tatsächlich auch hinterfragenswert ist aus bestimmten Gesichtspunkten. Zum Beispiel der Frage, kann es sein, dass dadurch eigentlich Schleuser noch mehr ermutigt werden, okay? So. Aber, und das ist der Punkt von heute, diese Frau hat aus irgendeinem Grund ein Gefühl dafür entwickelt, dass sie auf einem scheißprivilegierten Thron sitzt. Und diese Frau hat gesagt, ich kann da nicht mit angucken, ich gehe da runter und ich tue was. Und jetzt passiert was. Sie nimmt Power in die Hand und jetzt kommt das Dilemma an Power. Sobald du Power in die Hand nimmst, wirst du auch verlieren. Wir leben in einer dualen Welt. Solange du da sitzt und du guckst eine Situation an und du machst dir nur Gedanken darüber und du denkst, boah, ja, so würde ich das machen, bist du fallen raus. Aber sobald du sagst, ich nehme die Power, die mir das Leben anvertraut hat, und wir alle haben viel, viel mehr Power, als wir eigentlich denken. Ich nehme diese Power und ich gehe los und ich greife mit ein, machst du dich auch mit schuldig. Du hast die Riesenchance, etwas Gutes zu tun, aber alles auf diesem Planeten ist auch dual und hat auch Folgekonsequenzen, die sehr wahrscheinlich an irgendeiner Stelle wieder negativ sind. So, hier geht es mir nicht moralisch um gut, okay? Mir geht es nicht um theoretisch, das ist richtig oder falsch, dazu ist diese Welt viel, viel zu komplex. Ich möchte heute Fragen stellen. Ich möchte dir die Frage stellen, wo beurteilst du Menschen, in deren Schuhen du niemals gelaufen bist? Okay? Wo machst du es dir verdammt bequem, weil du die Power, die du haben könntest, gar nicht in die Hand nimmst und dich deswegen nicht schuldig fühlen kannst. Okay? Ich habe zum Beispiel lange Zeit eine sogenannte Reichtumsblockade gehabt. Ja? Und ich habe erst in dem Augenblick, als ich anfing, mehr Geld zu verdienen, verstanden, woher das kommt. Ja? Weil Geld Power ist. So zu Hause zu sitzen und kein Geld zu haben und zu sagen, wenn ich Geld hätte, dann würde ich die Welt damit retten, ist die eine Sache. Wenn du dann Geld hast und dann plötzlich verantwortlich bist für Mitarbeiter, verantwortlich bist für Steuern, verantwortlich bist für Investitionen, verantwortlich bist für diese Frage, wo gibst du jeden Cent davon hin, merkst du plötzlich, es ist Power, du gibst dein Bestes und sehr wahrscheinlich ist es niemals gut genug. Ja? Als Mann in unserer Gesellschaft zu sagen,
ey, mich kotzt dieser Feminismus nur an. Männer, das ist sowas von erbärmlich ignorant. Ja, es kann ja sein, dass du in einer Bubbleblase lebst, wo sich Männer und Frauen mittlerweile richtig gleichberechtigt behandeln. Aber solange auf diesem Planeten auch nur ein einziges Mädchen läuft und von irgendwelchen Männern mit gierigen Blicken begrapscht wird und Gefahr läuft, vergewaltigt zu werden, solange es Frauen gibt, die immer noch, weil der Mann ökonomisch powerful ist, als sie ihren Mund halten und nicht für das aufstehen, was sie wollen, sind wir alle mitverantwortlich, dieses Gleichgewicht zu verschieben. Als Frau in einer Beziehung deine Power nicht voll wahrzunehmen, weil du Angst davor hast, dein Männchen an deiner Seite zu verlieren, ist feige. Ist verständlich, aber es ist feige. Okay? Und als heterosexueller Mensch in unserer Gesellschaft, der selbstverständlich groß wird mit einer Form von Sexualität, die vielleicht an manchen Stellen langweilig ist, aber naja, von Mutti und Vati für gut befunden wurde, von der Gesellschaft für gut befunden wurde. Und selbst wenn du vielleicht komplett neurotisch bist, dir immer noch selbstverständlich ein Kind anvertraut wird, dann zu sagen, hey, was wollen denn die Schwulen da mit ihrem Wunsch, auch Kinder zu adoptieren etc., ist einfach nur ignorant. Okay? Meine Bitte, und deswegen sage ich das, meine Bitte an uns alle ist, erstens, lasst uns bitte alle viel, viel sensibler dafür werden, welche Privilegien wir selbstverständlich genießen und wer auf diesem Planeten sie noch nicht hat. Und B, wenn du Part der Lösung sein willst, fang an, deine Power zu aktivieren, sie einzubringen und mach dir klar, dass du dann auch Dreck am Stecken haben wirst, den du übrigens auch so hast, wenn du es nicht machst. So, jetzt ganz kurz noch, dann gehe ich richtig gerne auf eure Fragen ein. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch erklären, warum ich tatsächlich Menschen wie Obamas als Vorbilder sehe. Okay? Ich maße mir nicht an zu sagen, dass sie politisch die besten Entscheidungen getroffen haben. Und ich war, besonders in seiner zweiten Amtszeit, war ich an bestimmten Stellen enttäuscht, weil das, was Obama in seinen Visionen kommuniziert hat, nicht mit dem mitgehalten hat, was er wirklich umsetzen konnte. Okay, aber ich habe sie jetzt getroffen, ich habe Bücher von ihnen über sie gelesen, ich habe mir viele, viele Videos angeschaut und ich traue mir so viel Menschenkenntnis zu, um sagen zu können, das sind Menschen, die einem Ruf gefolgt sind und diesen Ruf bestmöglich genutzt haben. Und der vielleicht ausschlaggebendste Punkt ist für mich zu sehen, was sie jetzt danach machen. Okay, sich eben nicht zurückziehen auf irgendeine Ranch und Wildschwein jagen, sondern was sie machen, ihre Obama Foundation ist großartig. Okay, und es zeigt mir, das sind Menschen, die waren nicht an der Power des Weißen Hauses interessiert. Das sind Menschen, die sind daran interessiert, wirklich etwas zu verändern. Sie sind daran interessiert, viele, viele Jugendliche wachzurufen und zu ermutigen, in ihre Power zu kommen. So, bevor du sie das nächste Mal verurteilst, lade ich dich ein, lies doch mal ein Buch von ihnen und dann lies doch mal zum Beispiel ein Buch von Donald Trump, wie er die Welt sieht, welche Ethik er hat, was den Umgang mit Power betrifft. Und dann trifft für dich die Wahl. Ja? Und nochmal, Leute, ihr könnt mich ganz doof finden, dass ich mir erlaube, auf solche Themen anzusprechen. Ich kriege in letzter Zeit tatsächlich immer mal wieder Statements von wegen, ich als Coach darf mich nicht einmischen, das ist einfach nur Bullshit. Okay, ich mische mich ein. Sag nicht, dass ich richtig liege, aber ich mische mich ein. Und bitte misch du dich ein und bitte bleib auch mit denen im Dialog, die völlig anders denken als du. So, ihr Lieben, das war jetzt ein bisschen mehr, aber das war mir wichtig. Und jetzt gehe ich richtig gern auf eure Fragen ein. Also wenn ihr Fragen habt, richtig her dazu. Wenn ihr irgendwelche Statements habt zu dem, was ich gerade gesagt habe, haut das in den Post später unten drunter. Ja, lasst uns die Zeit jetzt für Dialog nutzen. Okay? Falls ihr Fragen habt. So. Was, wenn mein Mann mir meine Power nimmt über manipulatives Opferdasein? Ah,
eine so super Vorlage, liebe Frau. Dein Mann nimmt dir nicht die Power, sondern du bist so powerful, dass du es so aussehen lässt, als wenn dein Mann dir deine Power nimmt. Okay? Tatsächlich, und ich lade dich ein, bevor du jetzt ganz empört bist von dem, was ich sage, okay, lade ich dich ein, einfach mal eine Woche von dem Punkt zu kommen, du hast diese Situation so kreiert, weil sie für dich im Augenblick noch Vorteile hat. So, wenn ihr lieben Frauen nicht aufwacht und erkennt, wie manipulativ ihr seid, sein könnt, und dass ihr euch aus sehr einleuchtenden Gründen manchmal viel, viel dümmer, viel, viel powerloser verhaltet, als ihr eigentlich seid, kommt ihr da nie raus. Okay? Also ich mache die Erfahrung mit meiner Frau seit 26 Jahren. So seitdem meine Frau sagt, okay, ich habe die Schnauze voll, mir zu erzählen, dass der Feind daran schuld ist, dass ich hier nicht meine Power komme, ich kümmere mich jetzt darum, geht die ab wie eine Rakete und ich muss sehen, dass ich hinterherkomme. Okay? So. Hat mangelnder Antrieb etwas mit der Angst vor der eigenen Power zu tun, fragt Nadja. Das kann ich so pauschal nicht sagen, Nadja. Das kann zum Beispiel, wenn du über einen längeren Zeitraum mangelnden Antrieb hast, das kann tatsächlich ein Mangel an Mikronährstoffen sein. Deswegen empfehle ich immer, lasst euch von einem richtig guten Arzt oder Heilpraktiker sehr, sehr genau checken. Manchmal suchen wir krampfhaft auf der seelischen Ebene nach einem Grund und Fakt ist, uns fehlen einfach ganz bestimmte essentielle Vitamine. So. Mal ganz kurz die Vorhin an das Kissen. So. Mangelnder Antrieb kann sein, dass du versuchst, Power in eine Richtung zu entfalten, die überhaupt nicht deine Richtung ist. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also wenn wir dann so versuchen, uns Chaka-Chaka zu motivieren, also unsere Power ist letzten Endes ja auch tief verbunden mit unserer Passion. Und diese Power kommt immer dann raus, wenn wir uns auf einen Weg bewegen, der wirklich unserer Passion entspricht. Deswegen rate ich immer jedem Menschen, der keinen Antrieb hat, erstmal genauer zu gucken, versuche ich mich vielleicht in eine Richtung zu motivieren, die überhaupt nicht meine Richtung ist. So. Und dann drittens ist es auch so, wenn wir lange Zeit auf der Couch rumgelegen haben, dann ist es tatsächlich so, dann schlafft dieser Powermuskel ab und dann müssen wir ihn erst langsam wieder hochtrainieren. Deswegen ist es cool, mit ganz kleinen Schritten anzufangen. Ja. Hier fragt nochmal, indem ich nicht nach meiner Power-Intuition handle, bin ich die manipulative Kraft. Logisch. Guck mal, wenn eine Frau, also wir bleiben jetzt mal bei deinem Beispiel, ja, wenn eine Frau anfängt, wirklich dazu zu stehen, dass sie weiß, okay, und damit sage ich nicht, weiß, was in 10 Jahren passiert, aber eine Frau weiß, was jetzt richtig ist. Eine Frau weiß, was jetzt wahrhaftig ist. So, wenn eine Frau anfängt, dazu zu stehen, das auszusprechen, dann fliegen alle falschen Systeme auseinander. Punkt. Und dann verlieren wir bestimmte Privilegien, zum Beispiel Sicherheit etc. Das macht also absolut Sinn. Und evolutionär gesehen ist es auch verständlich, dass Frauen, und nochmal, das ist nicht rational, es hat nichts damit zu tun, was du denkst, sondern das sitzt tief drin in deinem limbischen System, dass du evolutionär gesehen davon Angst davor hast, alleine zu sein. So die vielleicht größte Angst überhaupt, die ich bei Frauen in vielen, vielen Gesprächen immer wieder rausgehört habe, vor in ihre Power zu kommen, ist, okay, wenn ich vor meine Power komme, dann bin ich alleine. Ja. So. Haben wir noch Fragen, ihr Lieben? Woher weiß ich, was richtig für mich ist? Also beruflich. Schaut, ich sag gleich was dazu, aber erstmal ein Tipp für all diejenigen, die manchmal denken, sie wüssten nicht, was richtig für sie ist. Arbeitet mal eine Woche lang mit dem Mantra, wenn ich jetzt gerade wüsste, was richtig für mich ist, dann. Und dann schaut mal, was hochkommt. Dann werdet ihr erstaunt feststellen, ihr habt einen Instinkt. Wir sind alle, guck mal, es geht gar nicht anders. Wir haben einen Körper, der unglaublich intelligent ist. Dieser Körper schlägt aus. Dieser Körper wird schwach, wenn wir uns in eine Richtung entwickeln, die nicht gut für uns ist. Dieser Körper reagiert irritiert, wenn wir uns einen Film anschauen, der nicht gut für uns ist. Okay?
Also einfach mal damit arbeiten, wenn ich jetzt gerade wüsste, was für mich richtig ist, dann wüsste ich, dieses Video tut mir jetzt gerade gut oder es tut mir nicht gut. Dieses Essen ist gesund für mich oder ist nicht gesund für mich. Also wir wissen das. Und warum verleugnen wir das ganz häufig? Weil wir, solange wir so tun, als wüssten wir es nicht, unterm Radar segeln. Wer nicht weiß, was richtig ist, braucht nicht in seine Power zu kommen. Kann sich als Opfer fühlen, kann machtlos durch die Gegend rennen, kann sagen, ja, wenn ich dann irgendwann mal Macht habe. In dem Augenblick, wenn du sagst, doch, ich weiß, was jetzt richtig ist, kommt die Power in dir an. Sie wird mehr und sie wird mehr und sie wird mehr. Und damit steigt natürlich auch deine karmische Wirksamkeit auf diesem Planeten. Ich hatte meinen Freund, der hat gesagt, ich möchte gern karmisch unauffällig leben. Ja, dann setze ich in eine Höhle. Okay? Mein Problem ist umgekehrt, ich habe so viel Power, die Männer haben Angst davor. Okay, auch ein super Thema. Ich nutze das gleich mal als eine Ankündigung. Ich gebe im Herbst auf eine Tour mit einem neuen Thema die Rückkehr der Königin. Die Rückkehr der Königin und alle Männer, das ist ein Vortrag, den solltest du dir auch anhören. Der ist auch richtig gut für dich. Okay. Also, wenn Frauen die Erfahrung machen, zu viel Power verschreckt Männer, hat das in meiner Erfahrung, und nochmal, ich muss hier aufgrund der Zeitdichte mal es natürlich ein bisschen eindampfen, hat es oft zwei Gründe. Okay. Der erste Grund ist, ja, Männer sind es nicht gewohnt. Also ich kann sagen, ich trainiere das jeden Tag. Okay, bei meiner Frau kommt immer mehr Power an und das ist nicht immer so, dass ich sage, oh geil, sondern das ist unbequem zum Teil, das macht Angst. Ich merke, unser ganzes System muss sich immer wieder neu justieren. Also, das heißt, wenn du mit Männern unterwegs bist, die sich im Augenblick vielleicht noch gar nicht entwickeln wollen, weil deine Power ihre Privilegien stört, wird schwierig. Deswegen kann ich immer nur sagen, bettelt nicht, zerrt nicht an den Männern rum, haltet sie nicht fest, ladet sie ein, sagt, hey, ich bin an dir interessiert, hast du Bock mit mir diesen Weg zu gehen? Und dann ist viel Kommunikationsarbeit gefragt, okay? So. Und die anderen lasst einfach los, lasst sie los. Das ist übrigens der schnellste Weg, sie zur Entwicklung einzuladen, wenn sie merken, Mutti zieht nicht mehr an ihnen. So. Der andere Grund ist, dass wenn eine Frau anfängt, in ihre Power zu kommen, hat das oft damit zu tun, das beschreiben Andrea und ich sehr ausführlich in unserem Buch Königin und Samurai, dass sie zusätzlich zu dem Eros, der natürlich ihr Erbe ist, ihren Logos noch stärker entwickelt. So, Logos hat eine sehr interessante Eigenschaft. Also hinter Logos steckt Animus, ja, die archetypische Kraft, die männliche archetypische Kraft. So, die braucht gutes Feedback. Die braucht auch von der anderen Seite Grenzen. Die braucht auch mal Tacheles. So, wenn eine Frau anfängt, in ihren Animus zu kommen und dieses starke Gegenüber fehlt, zum Beispiel in Form einer wirklich starken, wachen Freundin, die beide Kräfte gut integriert hat, oder eines Mannes, der ein gutes Standing hat, dann kann es sein, dass der Animus herrisch wird. Okay? Das heißt, also stell dir das so vor, die Kraft ist eigentlich gut, aber die kandidelt so ein bisschen über. So. Und das ist etwas, was besonders Männer oft als unangenehm erleben, weil Frauen dann herrisch werden, weil Frauen rechthaberisch werden, weil sie oft, wenn diese Power da ist, nicht mehr in der Lage sind, wirklich sehr bewusst wahrzunehmen, was passiert eigentlich im Raum, wann es auch mal Zeit zuzuhören, etc. Deswegen an der Stelle, also wenn ihr merkt, liebe Frauen, ihr kommt mehr und mehr in diese Power, also auch in diese männliche Power, sucht euch, ihr braucht nicht viel, aber sucht euch Mentoren oder Mentorinnen, bei denen ihr das Gefühl habt, da ist das schon ausgewogener und die euch Feedback geben können. Ja? Weil genauso bei Mann ist es zum Beispiel so, wenn der anfängt, seinen Eros mehr zu entwickeln, seine Anima, dann wird er manchmal weinerlicher, dann wird er hochsensibel, dann kriegt er gar nichts mehr auf die Reihe. Also bei dem ist es auch gut, wenn er sich dann Feedback holt, damit das gut ausbalanciert werden kann. Ciao. Ganz liebe Grüße an Andrea soll ich ausrichten. Mache ich, die sitzt hier neben mir und arbeitet. So.
Habt ihr noch Fragen oder Statements? Ja, hier schreibt gerade jemand, freut sich auf Wien. Nutze ich auch mal als Gelegenheit. Ihr Lieben, Wien ist eine super, super tolle Stadt. Also eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Und wir kommen am 13. Oktober mit einem Tagesworkshop mit anschließendem Partyball nach Wien. Am 13. Oktober, Chuzpe. Also wenn ihr Bock habt, kommt alle nach Wien und lasst uns gemeinsam feiern. Wir haben eine super coole Location. Falk, du hast ähnliche Vorfahren wie ich. Keine Ahnung, was du damit meinst, aber definitiv haben wir alle dieselben Vorfahren. Was ist, wenn man zu viel Power hat? Gibt's nicht. Es gibt nicht zu viel Power. Es gibt nur Power, die nicht ausbalanciert genug ist. Ja, das kenne ich auch. Also wenn ich Shakti hochschieße und du bist nicht gut geerdet, oder wenn, Achtung, jetzt kommt die esoterische Erklärung, wenn, also deine Chakren sind ja sozusagen, die gibt es tatsächlich übrigens, ja. Das ist also kein Humbug, sondern die existieren und man kann die auch wirklich spüren. Also bildhaft gesprochen haben wir alle ein Energiesystem, was wie so eine Flöte aufgebaut ist. Und wenn eins dieser Chakren zum Beispiel noch zu ist oder nicht gut ausgewuchtet ist und es kommt mehr Energie in dir an, dann gibt es schräge Töne. Und was dann wichtig ist, ist Sport, ist Yoga, Körpertherapie, sich mit den Themen dieses Chakras, des Chakras zu beschäftigen. Also zum Beispiel das Solarplexus-Chakra ist das Power-Chakra. Und wenn das lange Zeit zu war, wenn du das nicht gelebt hast, und dann kommt plötzlich sehr viel Power, darum geht es übrigens in dem Buch, was ich am Anfang empfohlen habe, wenn da sehr viel Power ankommt, und das ist nicht darauf vorbereitet, dann kann es sein, dass du Blödsinn damit anstellst. Ja? Deswegen ist es immer gut, bevor man schreit, ich will mehr Power, zu sagen, ich brauche vor allen Dingen erstmal eine gute Erdung. Ja. Warum gibt es so viele tolle Single-Frauen, die alleine sind und keine passenden, bewussten Männer finden? Weil, liebe Lydia, zu viele von solchen Fragen im Netz unterwegs sind. Also ich sage euch mal, nichts ist abtörnen, liebe Frauen, als diese Form von Arroganz. Ja? Und Männer, die das hören, ich habe so oft mit denen gesprochen, die können es schon nicht mehr hören. Ja? Die können dieses Klischee nicht mehr hören. Und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja? Weil wenn ich immer wieder sage, okay, warum gibt es keine Zitronen? Warum gibt es so wenig Zitronen auf der Welt? Warum gibt es so wenig Zitronen? Dann sehe ich die Zitronen, die es gibt, gar nicht mehr. Ich, liebe Lydia und liebe Frauen, sehe in unserer Arbeit richtig großartige Männer. Und wenn ihr euch auf die konzentriert, die da sind, die ihren Weg gehen, dann rutschen auch die anderen mir her, weil die merken, dass sie was verpassen. Ja? Aber nicht mit so einem Geningel. Ja? Dieses spirituelle Geningel, das geht uns auf den Sack. Wie kann ich meine eigenen Privilegien in meinem Leben wieder mehr wertschätzen? Ganz simpel. Indem du Nachrichten schaust. Indem du Nachrichten schaust und dir klar machst, egal wie sehr du vielleicht mal jammerst, du gehörst zu den Top 10% dieser Welt. Ja? Indem du dich jeden Morgen hinsetzt und 5 Minuten lang darüber sprichst, worüber du dankbar bist. Indem du teilst. Ja? Indem du wirklich mit Menschen, die weniger hast, als du, teilst. Und so abgedroschen das Bild oder das Klischee ist, indem du zum Beispiel bewusst auf der Straße einen Bettler, an dem du normalerweise verschämt vorbeigibst, einfach wirklich mal einfach ganz bewusst von deinem Geld etwas abgibst. Und ja, vielleicht gehört dieser Mensch zu einer dieser Bettlerbanden, aber weißt du was? Der macht das auch nicht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er bestimmte Privilegien nicht hat, die du hast. Ja. Bin auch bereit, Entwicklungshilfe in Beziehung zu leisten, man schließt sich selbst im Prozess. Logisch, logisch. Wir dürfen uns alle miteinander auf die Welt bringen. Hallo Corinna. Corinna, warte mal, ich wollte. Oh Mann, das geht so schnell. Corinna hat eine Frage gehabt. Erstmal ganz liebe Grüße, Corinna. Ich freue mich, dass du hier bist. Würdest du sagen, dass ein Symptom, Krankheit, ein Hinweis auf ein verschlossenes Chakra auf gleicher Höhe ist, beziehungsweise Beispiel Husten, Herzchakra? Ich bin extrem vorsichtig, Corinna, mit eindeutigen kausalen Zuschreibungen. Ich glaube, es spielt so viel eine Rolle. Umweltverschmutzung,
Krisen, die wir gerade erleben, Fragen, die wir stellen. Aber was ich häufig erlebt habe, ist für mich persönlich in meinem Prozess, wenn ich ein Phänomen, zum Beispiel wie Husten habe, oder was weiß ich, also ich habe im letzten Jahr einen sehr, sehr herausfordernden, schwierigen Prozess mit meiner Tochter erlebt und habe Herzschmerzen bekommen. Ich meine, da ist natürlich dann liegt es auf der Hand, dass das was mit dem Herzchakra zu tun hat. Also meiner Erfahrung macht das durchaus Sinn, sich die Themen dieses Chakras, dieses Bereiches anzuschauen und einfach mal zu gucken, womit gehst du in Resonanz. Ich bin nicht so ein Freund davon, sich das von irgendjemand anderen erklären zu lassen, sondern für dich selbst zu schauen. So. Wie kann ich mich wieder mit der Liebe verbinden? Nun fühle ich diese jedoch nicht mehr. Also, wenn wir uns mit etwas verbinden wollen, also eine Erfahrung, die vorbei ist, hat das oft was damit zu tun, dass wir die Erfahrung, die jetzt gerade da ist, nicht wertschätzen. Verständlicherweise. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade traurig sind und wir sagen, wir wollen in die Freude, bedeutet das eigentlich übersetzt, ich mag die Traurigkeit nicht. Traurigkeit, geh mal wieder raus. Ich will, dass die Freude zurückkommt. So funktioniert Karma aber nicht. Also in dem Augenblick, wenn wir eine Erfahrung, die wir jetzt gerade haben, nicht annehmen, kann sie sich nicht transformieren. Das heißt, wenn du sagst, du fühlst die Liebe gerade nicht, dann fühlst du gerade etwas anderes. Und meine Frage ist an dich, kannst du das, was du gerade fühlst, lieben? Kannst du zum Beispiel die Leere lieben? Kannst du die Wut lieben? Kannst du die Traurigkeit lieben? Und dann ist die Liebe schon wieder da. Also der Weg in die Liebe führt immer durch das, was jetzt gerade ist. Okay. So, ihr Lieben, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ja. Sprich, nicht das Wunder, dass ich so blöd gucke hier. Meine Partnerin spricht von Selbstliebe und ich fühle, dass sie nur egoistisch ist. Und dann zweifle ich an mir, ob ich überhaupt bedingungslos liebe. Weiter. Ich glaube nicht, dass außer ein paar Heiligen, die es vielleicht gibt, irgendjemand auf diesem Planeten bedingungslos liebt. So. Das ist so ein bisschen so wie, weißt du, du gehst in die Schule der Liebe und eigentlich gehörst du in erste Klasse, aber hast dich verirrt in die Abiturklasse und dann hast du ständig das Gefühl, du versagst. Warum nicht einfach akzeptieren, dass die meisten von uns im Augenblick eine Entwicklungsstufe haben, wo wir ein kleines egoistisches Tierchen in uns haben, was nur an sich selbst denkt, einen Menschen, der bereit ist, mit den anderen Menschen fair zu verhandeln und ein, ja, lass uns sagen, göttliches Wesen, was wirklich hin und wieder in der Lage so durchblitzt und in der Lage ist, bedingungslos zu lieben. Ich glaube, wenn wir da ankommen, ist zumindest meine Erfahrung, da ist erstmal eine kolossale Entspannung da, weil dann versuche ich nicht mehr, um was vorzugeben, was ich eigentlich gerade gar nicht bin. Ja, so. Und dann können wir auch anderen Menschen, zum Beispiel deiner Freundin, mit mehr Verständnis begegnen, wenn sie zum Beispiel Selbstliebe sagt. Natürlich ist das erstmal egoistisch. So, die erste Stufe der Selbstliebe ist total egoistisch. Und das ist, soll ich dir was sagen, das ist gut, das ist richtig so. Weil wir können Ego nur transzendieren, wenn wir es mal gehabt haben. Die meisten Menschen, die durch die Gegend rennen und heucheln, dass sie frei werden vom Ego, die haben das ja noch gar nicht wirklich entwickelt und das holt sie irgendwann später ein. Also warum nicht einfach zu deiner Freundin sagen, ja, du bist egoistisch. Du liebst dich selbst. Und weißt du was? Ich bin auch egoistisch. Ich liebe mich auch erstmal selbst. Und können wir erstmal anfangen, wir setzen uns einmal an den Tisch und du sagst mir, was du brauchst, damit es dir gut geht. Ich sag dir, was ich brauche. Und dann gucken wir mal, wie das zusammenpasst. Und dann lernt jeder von euch erstmal seine Bedürfnisse, seine Werte, seine Grenzen, seine Wünsche wahrzunehmen. Und wenn ihr merkt, das funktioniert ganz gut, dann reift in meiner Erfahrung also ganz natürlich das Bedürfnis, das hinzugeben. Also wenn du weißt, du bist souverän mit dir. Wenn du weißt, du kannst gut für dich sorgen, dann kannst du das auch viel eher mal wirklich opfern, mal wirklich loslassen. Und dann hat es nicht mehr dieses Märtyrertum an sich, sondern dann ist es echt. Okay? Gut. Eine Frage noch. Okay? Nee, immer noch eine Frage.
Ich möchte auf andere nicht hart wirken. Das ist oft der erste Eindruck, den viele von mir haben, was machen. Untersuchen, was die Härte auslöst. Ja, also ganz oft ist es ja so, dass wir uns Schutzpanzer zugelegt haben. Ja, also ich zum Beispiel, ich komme im Erstkontakt manchmal auch ziemlich tough rüber. Der Witz ist, dass ich eigentlich voll zart bin, voll schüchtern bin, okay? Also, das heißt, ich musste für mich erstmal ein liebevolles Verständnis meiner Härte entwickeln und verstehen, die ist nicht falsch, die ist nicht schlecht, die ist manchmal ätzend, aber es ist etwas, was sich der kleine Feit viel früher zugelegt hat, um gut durchzukommen. Und seitdem ich das weiß, kann ich es viel eher, viel lässiger ansprechen. Ich kann auf das Feedback von anderen Leuten entspannter eingehen, weil ich einfach sagen kann, ja stimmt, das passiert manchmal, aber das bin ich eigentlich nicht. Und dann kannst du dir auch, wenn du ein Verständnis dafür hast, so kleine Tricks zu legen, wie du schneller weich wirst. Also was mir zum Beispiel hilft, ist einfach mehr auf andere Menschen eingehen, ihnen Kompliment machen. Ja, eine Hand reichen, eine Umarmung hilft bei mir immer, einen guten Witz machen. Ja. Ja, ihr Lieben, die Stunde ist rum. Ich hoffe, die hat euch was gegeben. Ich werde das Ganze auch sicher nochmal auf YouTube hochladen. Ich möchte gern noch zwei Empfehlungen mit euch teilen. Ja. Erstmal möchte ich euch, habe ich vorhin schon gesagt, euch von Herzen einladen nach Wien zu unserer Party am 13. Oktober. Ja, es gibt einen richtig geilen, powervollen Workshop, Chuzpe, und am Abend gibt es eine Feier, am 13. Oktober. Okay? Und dann möchte ich für all diejenigen unter euch, die unsere neue Kursplattform noch nicht kennen, einladen, einfach mal über homodea.com vorbeizuschauen. Da legen wir gerade alle meine Online-Kurse drauf. Da tummeln sich jetzt bereits 7.000 Menschen und es werden immer mehr. Das wird immer mehr Action. Wir bauen jetzt in den kommenden Monaten viele spannende Community-Funktionen ein. Und unser Ziel ist mit Homodea nicht einfach nur eine neue Kursplattform aufzubauen, sondern langfristig ein digitales, sicheres Zuhause für Menschen zu schaffen, die sagen, ich bin mir all der Themen, über die wir heute besprochen haben, bewusst und ich weiß, ich darf die üben. Ich darf die jeden einzelnen Tag üben und ich habe das Lust, ich habe voll Bock darauf, das mit Gleichgesinnten zusammen zu machen. homodea.com. Okay? Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, was ich zu Privilegien und Power gesagt habe, ist rübergekommen. Und das nächste Mal, wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, der in einer powervolleren, verantwortungsvolleren Position bist als du, mach dir vielleicht erstmal klar, dass es extrem schwierig ist, von außen etwas einzuschätzen, was man nie selbst erlebt hat, und frag dich dann vielleicht nochmal ehrlich, wäre ich denn überhaupt bereit, diese zum Teil auch schmutzige Verantwortung zu übernehmen? Ja? Und dann lade ich dich ein, mit Menschen, die weniger Privilegien haben als du, noch mehr in Kontakt zu bleiben, weil was dieser Planet gerade braucht, ist Ausgleich, kommunikativen Ausgleich, okay? Ich danke euch sehr. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Bis demnächst. Ciao. So.